Django, die DVD Collectors Box mit Franco Nero. Wer auch sonst könnte Django spielen? Enthalten in der Box sind einmal Django, Django der Rächer und Djangos Rückkehr. Der erste, den habe ich damals sogar im Kino sehen können. Damals gab es noch sonntags Jugendvorstellungen und da wurden dann viele dieser älteren Streifen gezeigt. Das war noch eine schöne Sache, ja. Also den Film fand ich richtig cool. Vor allem das Finale ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Sehe ich immer wieder gerne. Die Musik ist mir auch in Erinnerung geblieben. So ein richtiger Ohrwurm. Schauen wir mal rein. Der gute Franco, der spielt ja heute nur noch in so, ja, sagen wir mal, ist es jetzt böse gesagt? Ja, doch, Frauenfilmen. In irgendwelchen komischen Schnulzen, die auf ARD und so laufen. Aber okay, so ist das manchmal. Es war mal ein weiterer Django geplant, aber ich glaube, da ist nichts mehr draus geworden. In Die Hard 3 hatte er mal den Bösewicht gespielt. Die Hard 2, Entschuldigung. Ein Fallblatt mit recht wenig Infos, Chapterangaben, auch nicht viel, aber es ist immerhin ein unschöner Knick. Ein Blättchen dabei, ein Mini-Booklet. Okay, für mich eine schöne Kollektion, hat mich sehr gefreut und die wird auch lange in meinem Regal stehen bleiben. Okay, das war's mit Django.